So ein Boden aus Keramikfliesen steht für Belastbarkeit und Langlebigkeit. Den legt man zum Beispiel in einer Mietwohnung nicht einfach mal so hin. Denn beim Umzug müsste man ihn ja mühsam wieder abbauen. Aber schauen Sie mal, was hier passiert. Diese Fliesen kleben nicht fest auf dem Boden, sie können hochgehoben und wiederverwendet werden. Sie sind lose verlegt, wie der Fachmann sagt, also trocken, ohne Kleber. Auf dem Untergrund bleibt keine Spur von Mörtel zurück. Normalerweise sind Verlegung und Erneuerung von Fliesen ziemlich aufwendig. Erstmal raus mit Bruch, dann ein Mörtelbett anlegen, die Fliesen aufkleben und verfugen. Eine Sache für den Fachmann, ganz klar, an dieser Technik hat sich seit Ewigkeiten nichts geändert. Der frühere Industriemanager Karl-Heinz Scholz fragte sich schon lange, wieso eigentlich? Als Berater für Betriebe hat Scholz vieles gesehen, das man hätte besser machen können. Und die Jahre bis zur Rente nutzt er nun dazu, als Erfinder Dinge tatsächlich besser zu machen. Mir ist aufgefallen, dass keramische Fliesen im Innenausbau immer seltener eingesetzt werden, Laminat dagegen immer mehr. Laminat hat den Vorteil, dass es durch sein Klicksystem sehr einfach und schnell verlegbar ist und vor allem lose verlegbar ist. Und das wollte ich eben ändern, auch für die keramischen Fliesen. Also hat Karl-Heinz Scholz diese Fliesen entwickelt. Jede von ihnen besteht, wie gewohnt, aus einer Keramikplatte. Das entscheidende Detail sieht man, wenn man die Platte umdreht. Unten drunter klebt nämlich eine elastische Korkschicht. Für die Dämmung, aber auch dafür, dass die Fliese auf dem Untergrund nicht verrutscht. In dieser Wohnküche demonstriert uns Herr Scholz, wie das läuft mit dem sogenannten Dry Tiling. Übersetzt heißt das trockenes Fliesenverlegen. Voraussetzung ist natürlich ein ebener Untergrund. Oft muss dieser aber nicht extra vorbereitet werden. Man kann die Fliesen auch auf einem schon vorhandenen Bodenbelag verlegen, wie hier einem aus Kunststoff. Durch das Eigengewicht der Fliesen presst sich die Korkschicht zusammen. Ergebnis? Die Fliese saugt sich auf dem Untergrund fest. Kleine Unebenheiten werden dabei ausgeglichen. Anders als bei gewöhnlichen Fliesen im Mörtelbett ist der Boden jetzt sofort begehbar. In die Fugen kommt nun eine Schnur aus Moosgummi. Das sorgt für bessere Dämmung und gleicht Spannungen aus. Zum Schluss wird der Boden mit Fugenmasse verschlossen. Die eingelegte Moosgummischnur verhindert, dass Fugenmasse bis auf den Untergrund dringt. Die Fliesen sind also miteinander verklebt, aber nicht mit dem Boden. Nach 3 Tagen sind sie voll belastbar. Ihre Korkschicht bekommen die Fliesen im württembergischen Mühlhausen im Täle. Das hier sind gemahlene Reste von Weinkorken, zusammen mit einem Bindemittel. Bernhard Voigt und sein Team haben das Verfahren entwickelt. Einige fertig beschichtete Fliesenkollektionen sind schon im Angebot. Großabnehmer können sich hier aber auch die gewünschten Fliesen extra mit Kork beschichten lassen. Die Fliesen können auf vielen Untergründen verlegt werden, zum Beispiel auf schon vorhandene Fliesenböden, Parkett oder sogar Teppich. Das ist insbesondere interessant für Privatleute, die irgendwo zur Miete wohnen und sich gerne einen neuen Bodenbelag einbauen würden, den sie wieder herausnehmen können, wenn sie nach Ende der Mietzeit wieder ausziehen und den Boden ohne Beschädigungen übergeben können, wie man ihn vorgefunden hat. Zum Abbauen einfach die Fugen aufschneiden und die Fliesen anheben. Das geht in unserer Demonstration natürlich einfacher, weil die Fugenmasse noch nicht ganz fest war. Doch auch Böden, die schon länger liegen, sind schnell entfernt. Nur noch die Reste von den Fliesen kratzen, dann können sie auch in der neuen Wohnung verlegt werden.